Heutzutage können Flugzeuge nicht nur alleine starten, sondern auch alleine landen. Ein Pilot hat mir das einmal so erklärt. Wenn irgendwo ein rotes Licht leuchtet, dann drückst du drunter auf den Knopf. Wenn es dann noch immer leuchtet, drückst du nochmal, so lange, bis es nicht mehr leuchtet. Und das machst du bei allen Lichtern, bis keines mehr rot leuchtet. Die wahre Herausforderung beim Fliegen ist eigentlich nur während des Fluges. Hier muss der Pilot nämlich selbstständig entscheiden, welche Serie oder welchen Film er sich ansieht, welches Buch er liest oder ob er mit einer der Stewardessen seine Mitgliedschaft im Mile High Club wieder mal erneuert. Das war jetzt chauvinistisch, glaube ich. Ahoi, liebe Kreativskeptiker, ich bin HD Somebody Else und heiße euch zu meinem Medley Challenge Border Monologize herzlich willkommen. Heute Flugzeuge, die Emirate vs. United. Auch wenn euer Flugzeug ein wenig verrostet aussieht, einige Schrauben fehlen und ihr vielleicht ein bisschen Flugangst habt, dann macht euch immer klar, der Pilot sitzt mit euch im selben Boot, also im selben Flugzeug. Der würde doch niemals mit diesem Ding fliegen, wenn es nicht sicher wäre. Denkt auf gar keinen Fall daran, dass heutzutage Piloten unter einem so großen Druck stehen, dass sie sogar mit Flugzeugen von Daniel Düsentrieb fliegen würden, nur um ihren Job und um ihr vollkommen gerechtfertigtes Gehalt zu behalten. Man zwängt sich also mit den ganzen anderen Passagieren in dieses Flugzeug hinein, das immer von vorne beladen wird, und knautscht sich in seinen Sitz, wobei man die Stewardessen beobachtet, die alles tun, damit die Angst ja nicht weggeht. Natürlich kann man jetzt noch nicht das Onboard-Entertainment-System verwenden, denn das könnte ja Angst und Stress ein bisschen minimieren oder vergessen lassen und vielleicht den Erholungsfaktor sogar erhöhen. Dafür bekommt man so wichtige Informationen wie die Flug- und damit auch die Fallhöhe und die Außentemperatur, bei der man erfrieren würde. Und wenn man es endlich schafft, einen Film anzusehen, dann quatscht der Pilot die ganze Zeit dazwischen. Wir haben Turbulenzen. Als würden wir das nicht selbst merken. Die Emirate führen das Komfortfeld mit einigen anderen ziemlich dominant an. Dort gibt es eine Auswahl an Whiskys und über 100 Filme. Einzig und allein diese scheußlichen Hüte mit diesen seitlichen Schleiern erregen ein bisschen Übelkeit. Und die Bar schließt schon anderthalb Stunden, bevor der Flug zu Ende ist. Dürfen die nicht landen, wenn ich betrunken bin? Am Ende dieses Feldes finden wir derzeit Fluglinien wie United. Ich steige also in diesen Flieger ein, der wahrscheinlich eher vor dem Ersten Weltkrieg gebaut wurde, und bemerke, dass dieses Flugzeug kein Onboard-Entertainment-System hat. Ich bin zwar in diesem Jahrtausend nicht mehr mit einem Flugzeug geflogen, das über See fliegt und dieses System nicht hat, aber United weiß es sicher besser. Nicht der Weg ist das Ziel, sondern das Ziel ist das Ziel. Irgendwo in der Ferne mache ich dann doch einen Monitor für das ganze Flugzeug aus, doch das macht überhaupt nichts, denn meine Kopfhörer gehen ohnehin nicht, und soweit ich das sagen kann, läuft da gerade die United Premiere von Casablanca. Bei United gibt es keine unnötigen Sicherheitshinweise, weil die Schwimmwesten ohnehin zu teuer waren. Man kann sich dafür zwischen einem vegetarischen Gericht und einer Lasagne ohne Fleisch entscheiden. Andere Fluglinien haben inzwischen sogar Internet, für das man zwar einen Bankkredit aufnehmen müsste, aber immerhin. Doch auch United hat seine Vorteile. Ein vollkommen betrunkener Russe kommt zu uns und fragt uns höflich, ob wir mit ihm eine Zigarette rauchen wollen. Und da nach dem letzten Vorfall nicht mehr so viele Menschen mit United fliegen, ist sogar dann so viel Platz, dass er sich auf einer Bankreihe ganz alleine ausschlafen kann. So schnell hauen die wohl nicht mehr jemanden aus ihren Flugzeugen. Links oben könnt ihr meinen Kanal abonnieren, rechts oben kommt ihr zu meiner Playlist und ein Daumen nach oben hilft immer. So, dann Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont,